So, lala. Nochmal rauf. Wie gesagt, also mein einziger Kritikpunkt an der Welt ist wirklich, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig von diesen Challenge-Räumen gibt. Aber auch das kann sich noch legen, oder vielleicht haben wir ja sie auch einfach übersehen. Kann natürlich auch sein, ja. Ausschließen will ich da nichts, wobei wir doch recht gründlich vorgegangen sind. Sieht man ja auch an der Anzahl Monde. Also da kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Wo war der Baum mit den Münzen? Ich hab doch da... Ah ja, hier vorne. Wow, das wird aber nicht ganz so leicht, da zu landen. Etwas tiefer fliegen. Nein! God damn it! Ich hab's geahnt. Okay. Es war aber so knapp, Mann. Das ist nicht so leicht. Was mich allerdings traurig stimmt, ist die Tatsache, dass ich danach wahrscheinlich schon gehen werde, weil ich wüsste nicht, was wir sonst noch hier zu tun haben. Gut, wir können natürlich mit Krakeelchen sprechen und uns einen Hinweis holen, wenn es einen gibt. Ich glaube, das mache ich sogar. Okay, das war besser. Vor allem die Münzen. Wo sind die letzten drei Münzen? Gibt's vielleicht doch noch irgendwo was auf einem Baum oder so? Keine Ahnung. Und wie sieht's mit diesen zwei Bäumen dort drüben aus? Hier sind die Münzen! WTF! Alter, was ein krasser Zufall. Yeah! Wir haben sie. Ist da noch ein Mond? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie geil, Mann. Wir haben es. Da-da-da. Ja. Ah, Schnackelchen heißt der, nicht Krakeelchen. Ja, komm, das ist sein Spitzname. Den ich ihm jetzt einfach mal gegeben habe. Und wenn ich schon mal hier oben bin, dann kaufe ich mir auch schnell die letzten Sachen. Okay. Und der Sticker. Yay! Also auch im verlorenen Land alles ausgegeben. Tipptopp. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir einen Mond übersehen haben oder ob wir übelst gründlich waren. Irgendwo hier war er doch. Ah ja. Und? Er hat anscheinend doch noch einen. Nee! Hat er nicht! Wir haben alle Monde, die man zum jetzigen Zeitpunkt haben kann. Und auch alle Münzen, die man zum jetzigen Zeitpunkt haben kann. Alter, 20 von 25 Monden. Also da kann man sich nicht beschweren, oder? Läuft bei uns. War schön hier. Was? Was? Alter, was? Was ein scheiß unnötiger Tod. Aber okay, dann nehme ich das halt so hin. Oh verdammt, die Odyssee ist wirklich hart am Arsch. Wir sollten sie reparieren. Nimm diese Power, Odyssee. Und jetzt ist wieder alles gut. Die Odyssee ist repariert! Und Kanapin! Yippie! Oh, schön. Auch mit dem Hintergrund und so. Und ich mochte auch dieses... Genau das. Na. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Mensch. Den Sonnenuntergang. Diesen Flair. Diesen sonnenuntergänglichen Flair. Den mochte ich wirklich sehr. Zum Glück haben wir genug Monde sammeln können, um die Odyssee zu reparieren.
Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir wieder ein bisschen reden. Zum Beispiel über den seitlichen Salto. Dreh dich schnell in die entgegengesetzte Richtung und springe, um einen seitlichen Salto zu vollführen. So nutzt du dein Renntempo, um seitwärts hoch in die Luft zu springen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten ja ein Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool. In der Tat, nicht schlecht. Und ich habe auch keine Wahl. Wir müssen ins City... Was ist denn los? Hä, das Cityland kenne ich aber eigentlich anders. What the fuck? Die Geisel auf dem Hochhaus. Was ist hier denn passiert? Alles klar, wir haben es hierher geschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Nein. Schau mal. Bowsers Schiff. Auf geht's. Was ist hier denn los, Mann? Ihr kennt ja mit Sicherheit auch alle diese Demo. Und da war alles wunderschön im Cityland. Idyllisch. Aber davon ist hier jetzt nichts zu sehen. Im Gegenteil, es regnet in Strömen. Überall Werbung für Bowsers Hochzeit. Und dann auch noch ein Monster auf dem großen Turm. Gerade packt das Spiel aber wirklich einige Überraschungen aus. Finde ich krass, Mann. So, und die Münzen hier haben offensichtlich Paulines Face drauf. Das natürlich mit gutem Grund. Denn Pauline ist die Bürgermeisterin. Ich glaube, ich habe sie sogar schon gesehen. Ja, hier drüben steht sie. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Tut mir leid. Ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Okay. Also mit dieser Mission bin ich definitiv nicht vertraut. Ja, ich betone es noch einmal. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt hier abgehen wird. Wird es jetzt einen Fight geben, der sich auf die ganze Stadt auswirkt? Oder müssen wir erstmal darauf kommen? Ja, okay. Hier gibt es ganz schön viel fies aussehendes Krabbelgetier. Du hast recht. Mücken. Oder Moskitoviecher. Auf jeden Fall bedrohlich, gefährlich und eklig. Wow, die schlüpfen ja sogar gerade alle erst. Somit kann es nicht an der schlechten Erziehung liegen. Die sind einfach böse geboren. Ich weiß nicht. Ich habe ja schon lila Coins gefunden. Soll ich mich jetzt auf Sidequests konzentrieren oder auf die Hauptquest? Das sieht halt schon alles irgendwie anders aus. Also so habe ich das Cityland nicht in Erinnerung. Okay, Leute, lassen wir es einfach mal bleiben mit den Nebenquests. Ich glaube, ich folge jetzt wirklich mal strikt der Hauptquest. Nur wenn ich was in der Nähe sehe, dann nehme ich es mit. Wir sollten jetzt erst einmal ihn hier in seine Schranken weisen. Dann können wir uns immer noch um die Secrets hier in der Stadt kümmern. Panzer sind sogar auch noch am Start. Mit Hut. Oh, mit dem Panzer durch die Stadt fahren, was geht ab? Voll geil. Wenn auch gleichzeitig sehr beängstigend. Ach nein, und der Shop hat offen? Moment, mich interessiert, ob die irgendwas Besonderes sagen. So von wegen, hier ist alles Weltuntergang. Tatsächlich sind sogar Leute drin. Ich verstecke mich hier, bis wieder Ruhe eingekehrt ist. Was zum Kuckuck geht denn da draußen bloß vor sich? Verkaufst du trotzdem was? Ja. Ja, gut, man muss ja immer ans Geld denken, ne? Yay, und wir können uns einen Ganoven-Hut und ein Ganoven-Outfit kaufen. Ja, komm, mach mal. Das ist so ein richtig schöner Smooth Criminal-Style. Nice. Das müssten auch die Anzüge aus dem Werbevideo sein. Let's do the Odyssey. Ihr habt ja bestimmt alle diesen Werbespot von Nintendo gesehen.
Der war so episch. Wenn ich dran denke, verlinke ich ihn aber trotzdem mal in die Videobeschreibung. Für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber es gibt da wirklich einen richtig heftigen Werbespot. Der meiner Meinung nach, ja, definitiv die beste Werbung von Nintendo in den letzten Jahren war. Und seht mal da, hier können wir sogar schon die ersten Secrets entdecken. Diddy's Mart, Dixie Street und New Donk City, so heißt die Stadt. Übrigens angelehnt an New York. Dieses Schild ist echt total geschmacklos. Was haben wir hier? Dixie Creator. Also wie gesagt, das Ganze angelehnt an New York, aber auch mit ultra vielen Easter Eggs aus. Was soll man, kann die Autos zerstören? Was? LOL. Okay, ich hab's nur gesehen, weil die Gegner es gemacht haben. Na jedenfalls, ziemlich viele Easter Eggs eben auch aus dem Donkey Kong-Universum. Power Pizza. Was steht da? Tiny's... Ich kann es nicht lesen, aber auf jeden Fall angelehnt an Tiny Kong. Saugeil. Ich glaube, wir sollten uns aber die ganzen Easter Eggs erst anschauen, wenn hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Momentan ist das Cityland, glaube ich, etwas linear aufgebaut. Oh, das Kostüm ist so geil. Und ja, das ist das aus dem Werbevideo. So ein bisschen so 30er, 60er Style. Kann jetzt nicht genau sagen, ob 30er eher passen als 60er. Aber eben auch, also mich persönlich erinnert es halt an das Musikvideo von Michael Jackson. Smooth Criminal. So ein bisschen die Bowser-Mucke ist auch am Start, ne? Ich find's cool, wie die Goombas Bauarbeitermützen aufhaben. Bauarbeiterhelme, besser gesagt. Ah, scheiße. Also man kann ja scheinbar schon vereinzelt Monde bekommen. Aber wohl nicht für diesen Goomba-Touren. Aber hier, unter mir! Warte, den hole ich gleich. Ich habe nämlich was gesehen, was ich überprüfen möchte. Das muss eigentlich auch ein Mond wert sein, oder? Boah, shit. Mit dem Panzer einfach mal hier drüber. Ist ja gar nicht wahnsinnig. Nein! Jedenfalls kannst du hier den Block wegbomben. Okay, aber wir kommen irgendwie nur an diese Blöcke ran. Naja, gut. Gibt halt richtig viele Coins, aber mehr leider nicht. Schade. Trotzdem, Geld ist ja nicht unwichtig. Daher freue ich mich. Und da auf der linken Seite sind noch lila Coins. Die hole ich mir auch gleich, weil ich sie schon gesehen habe. Der Mond hat jedoch Priorität. Und darf ich nochmal hervorheben, wie verdammt episch diese Regeneffekte aussehen? Also generell ist die Atmosphäre hier so richtig, richtig krass. Guckt euch das an hier. Mir haben die Regeneffekte allerdings auch schon in Super Mario 3D World gefallen. Das sah da auch echt schon awesome aus. Aber hier mit dem New Donk City Flair nochmal krasser. Diese Peach, Pauline-Münzen feiere ich auch. Okay, was ist das jetzt für ein Glitch? Komisch. Haben wir hier oben etwas? Für den Moment wohl eher nicht. Da ist eine Röhre, okay. Da auch. Ach, ich glaube, damit kannst du einfach nur in die anderen Bereiche wechseln. Aber wir müssen ja auf diesen Hauptturm rauf, ne? Ich weiß gar nicht, was das ist. Energieturm oder was? Weil die haben ja irgendwie davon gesprochen, dass die Stadt Mondenergie bezieht oder sowas. Und ich kann mich auch daran erinnern, in der Demo, die ich gespielt habe, nach der ersten Hauptquest kriegt man irgendeine Mission mit Energie. Wow, shit, der Panzer hat die Taxis zerstört. Schluss damit! Ich glaube, spätestens hier hat sich jeder Reviewer dazu entschieden, dem Spiel eine 10 von 10 zu geben. Ja, ist aber auch geil, ey. Jetzt geht die Mucke ab.
Davor war alles noch so ein bisschen düster und leise, aber jetzt sind wir langsam in den Hauptbereich vorgedrungen, offensichtlich. Und damit kehrt auch mehr Action ein in das Geschehen. Da vorne ist sogar eine Checkpoint-Flagge. Ah, das alles ist super episch. Vor allem, was ist das für eine krasse Überraschung gewesen, Mann? Vor allem halt auch für die Leute, die schon die Demo gespielt haben. Man denkt so, ja, Cityland kennt man ja schon, aber Pustekuchen, ey. Du glaubst, wir können diese Treppe benutzen? Okay. Dann lass uns das doch machen. Aber Moment, Moment. Panzer, komm her. Nein! Panzer! Fuck. Weil hier, da kannst du auch noch die Wand einreißen. Das könnte auch zu einem Mond führen. Ich glaube, das tut es sogar. Ich erinnere mich an die Stelle. Die war zwar in der Demo anders aufgebaut, aber müsste trotzdem gehen. Oh, das Game wird echt, wie ich es am Anfang von dem Lost Island schon gesagt habe, es wird immer geiler. Das, was wir vor dem Bowser-Fight gesehen haben, das war erst der Anfang. Und was ist hier? Müllsäcke. Ja, das ist New York. Beziehungsweise die USA. Ohne Spaß, da liegt wirklich viel Müll rum. Also ich war bis jetzt zwar nur in Los Angeles, aber da ist es halt schon... Joa, ne? Aber generell, was man so aus Filmen und so kennt... Da haben die schon ein paar Probleme mit. Oder mit den Homeless People. Das ist nicht schön. So, normalerweise müsste hier eigentlich ein Mond sein. Ja. Wie gesagt, der war in der Demo, die ich gespielt habe, etwas anders aufgebaut. Also da hast du den Panzer nicht gebraucht. Logischerweise. Jetzt schon. Geht sogar noch weiter rauf, aber naja, lassen wir das mal. Machen stattdessen weiter mit der Hauptquest. Wir wollen ja alle wissen, was es mit diesem kraxelnden Viech auf sich hat. Ah, da fällt mir aber auch gerade ein, ist das nicht der eine Boss, den man im allerersten Mario Odyssey Trailer gezeigt hat, ganz am Ende? Weil der sah nämlich verdächtig danach aus. Brauche ich die Goomba? Ich glaube eigentlich nein. Nö. Okay, und hier gibt es jetzt zwei Wege. Schauen wir mal, ob der hier, der etwas aufwendiger ist, ja, irgendwelchen Bonus-Content mitbringt. So ist es. Lila Coins nämlich. Nice. Haben wir uns dieses Unglück selbst zuzuschreiben? Was wird die Bürgermeisterin tun? Oh, hallo, kleiner Mann. Moment, du gehörst aber nicht zu diesem Bowser, oder? Nein! Wenn du mich fragst, ist die derzeitige Situation ganz schön aussichtslos. Ach was, ich regel das schon, keine Sorge. Bowser fühlt sich halt ein bisschen cool, aber... Den werde ich schon in seine Schranken weisen. Ich springe jetzt nochmal kurz runter, weil ich wissen will, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Ich denke, nein. Aber man will sich ja selbst überzeugen. Okay. Da, diesen Mond, den kenne ich auch noch. Da kommt man auf dieselbe Weise, okay. Ba-da-ba, ba-da-ba, ba. Schwing in der Brise, okay. Naja, Brise, das ist hier eher ein Starkregen. Wirklich windig ist es jetzt nicht. Ah, was haben wir denn hier? Lila Coins! Oh wait, und ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Jetzt kommen wir in einen Raum, wo ich eigentlich dachte, dass es einfach nur Bonus-Content ist. Ja, in Udon City Rathaus, nämlich. Dazu habe ich euch doch bestimmt schon Gameplay gezeigt, oder? Selbst wenn nicht, ich bin mir sicher, die meisten von euch haben davon schon was gesehen. Ist jetzt so ein kleiner Hindernis-Parcours. Aber wie krass, damals wusste man nicht, dass das alles jetzt Teil einer Hauptquest wird. Nice, Mann. Da hat das Nintendo jetzt aber ganz schön überrascht. Ich habe so ein bisschen Bedenken, was diese ganzen Hochzeitsposter angeht. Weil ich frage mich, ob hinter einem vielleicht auch mal ein Mond steckt.
Wow, und die Goomba sind hier tatsächlich eine Bedrohung auf diesen kleinen Plattformen. Nicht, dass mich da einer runterschmeißt. Das wäre nicht so nice, ne? Kann aber passieren. Oder die fliegen. Erstmal alle umbringen, dann die Münzen holen und wieder rauf. Ah, halt, da geht es ja sogar noch weiter rauf. Ja, wie kommt man da hoch? Soll das so gemacht werden? Ich kann gerade nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Ich versuche erstmal noch weiter rauf zu kommen. Vielleicht wird es dann etwas einfacher. Weil der Sprung erscheint mir dann doch etwas unmenschlich. Oh, wie viele Münzen es auf dem Hauptweg gibt. Nice. Ah, jetzt zeigt der Pfeil hoch. Da gehorchen wir jetzt einfach mal nicht. Sondern springen geistesgegenwärtig rüber. Okay, war ein bisschen unnötig eigentlich. Stelle ich gerade fest. Naja, egal. Haben wir es halt ein bisschen stylischer gemacht. Apropos. Was haben wir denn hier? Das ist jetzt, glaube ich, der Bonusinhalt, den ich erwartet hatte. Aber nein, diesen Mond, wenn es ein Mond ist, habe ich noch nicht gefunden. Ja, okay. Geil. Rathaus, Fundbüro. Fundbüro. Das finde ich gut. Lassen sich teilweise schon coole Namen einfallen. Oh shit, das war ein Fehler von mir. Warte mal. Was war denn dann noch? Oder war da jetzt nichts mehr? Alter, zum zweiten Mal. Na egal. Ich glaube, das sind nur Münzen. Ja, ich habe hier auch ein bisschen Probleme mit der Kameraansicht, leider. Man kann sie nicht so wirklich verstellen. Typisch Nintendo halt, möchte man sagen. Aber bislang muss ich die Kamera eigentlich in dem Spiel loben. Das ist jetzt so die erste Situation, wo mir wirklich auffällt, dass sie mal nicht optimal ist. In allen anderen Situationen war sie perfekt. Genau wie die Steuerung auch. Gerade auch bei der Steuerung ist das sehr erfreulich, weil... Nice. Zu Beta-Zeiten fand ich die nämlich noch sehr, sehr schwammig. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meinen ersten Preview, da habe ich das auch gesagt. Dass ich die Steuerung in Mario Odyssey etwas kritisch betrachte. Aber das haben sie ja alles dann fürs finale Spiel gefixt. So, sind wir jetzt oben? Wir sind immer noch nicht hoch genug. Also nein. Oh, Falle. Erstmal umgucken hier. Ah, oh, was eine geile Atmosphäre, Mann. Ein Freund von mir ist da hoch und nicht mehr zurückgekommen. Oh no. Ich hoffe, ich kann ihn retten. Oh ja, wir sind da. Und das ist wirklich das Monster aus dem Trailer. Ist das hier der Freund von ihm? Moment, da sind noch viele Münzen. Na egal. Mir kommt es so vor, als würde dieses Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woanders hinleiten. In Bowsers Schiff? Oder was soll der ganze Shit? Moment, wir holen jetzt doch noch die Münzen. Nicht ganz so einfach. Mhm. Aber ich hab sie. Yeah. Na. Okay. Noch was hier? Nee. Okay, es wartet der nächste heftige Bossfight in Super Mario Odyssey auf uns. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Liken, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Part. Euer Nintendo. Tschüss.